Name ist Philipp Heidemann, unabhängiger Versicherungsmakler aus Husum. Ich bin der erste Ansprechpartner im Bereich Versicherung und Finanzierung. Das mache ich schon seit über 10 Jahren in der Selbstständigkeit. Vorher war ich normaler Bankberater bei einer Bank und Versicherungsberater bei einer Versicherung. Da habe ich kennengelernt, dass es wirklich nur Scheuklappen gibt, leider. Das heißt, bei einer Bank gibt es entsprechend nur das plus deren Produktpartner und bei einer Versicherung gibt es wirklich nur die Versicherung auch anzubieten und nichts weiter drumherum. Das war meine Chance, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt Versicherungsmakler werden. Ich kann natürlich selber den gesamten Versicherungsmarkt halt her abbilden, kann entsprechend das nebeneinander darlegen und das Bestmögliche für meinen Mandanten auch dabei rausziehen. In meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler gehört es auch dazu, entsprechend zu den Mandanten auch rauszufahren, ihn auch anzuschauen, wie die Gegebenheiten auch vor Ort sind. Im Firmenbereich besonders wichtig, dass man sich auch die Firma mit anschaut. Im Gesprächen heraus erkennen wir dann doch noch, dass sich das ein oder andere über die Jahre auch wirklich verändert hat. Und da ist es wichtig, dass man halt immer wieder persönlich vor Ort ist, dass man sich das immer wieder anschaut und dass man auch immer weiß, wo zum Beispiel das Worst-Case-Szenario sich entsprechend halt auch entwickelt. Nicht nur bei Versicherungsaufnahme, sondern auch nachher bei dem Versicherungsfall. Wenn wirklich was eintritt, dann bin ich auch da. Ich fahre selber auch mit raus zu den Schäden. Wenn es halt zu größeren Schäden kommt, dann bin ich wirklich persönlich auch vor Ort, dass man erstmal ganz neutral die Sache halt ja auch entsprechend aufnimmt und dann sieht, wie weit die Versicherung auch nachher auch greifen muss und auch greift. Mir persönlich ist wichtig, dass man halt immer für die Unternehmer da ist. Ist ganz egal, ob es heute ist, ob es morgen ist oder ob es entsprechend in der Zukunft ist. Ich bin immer da, ich werde meinen Bereich immer machen, weil ich halt sehr, sehr viel Spaß an meiner Arbeit habe und weiß, dass es entsprechend mich auch erfüllt. Und dementsprechend können die Unternehmer auch heute sicher sein, dass ich auch morgen und auch für deren Zukunft auch da bin.